Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem Matchmaking auf Dust 2, yay! Bitches, Blue, kick this fucking Mitchkin, guys. He's retarded. Uff. Nice, kein Negative. Let's go. Das glaube ich jetzt nicht. Upper mid down, Bomb ist down, upper mid. Nice. Good job. Mid. He's upper mid now. Alter, was hab ich denn hier für Dödel? Ich glaube echt, dass meine Glückssträhne bei den Mates vorbei ist. Die letzten zwei Spiele waren scheiße, oder? Ich habe Solo Queue sonst immer geile Mates, aber das... Komm bitte, Mate. Mach einfach souverän das Ding. Nein, irgendjemand reportet jemand anderen. Nice. Mickin, Fulikin oder wie er heißt. Full Tilt. Full Tilt. Oh, bitte, Leute, könnt ihr vielleicht aufhören, das zu machen? Oh mein Gott, ich muss Mitte. Was? Ich meine, die Chance besteht, dass die Gegner aus noch größeren Dödeln zusammengestellt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier halt ein Team habe, die im Teamspeak sind. Zumindest die drei. Also die drei, die da halt auf A gehen. Es ist hoffentlich ein eingespielter Dummdödel-Squad. Dann würde es ja gerade noch so gehen. Er schnauft und hat das Mikrofon durchgehend an. Okay, die Gegner sind scheinbar retarded. Nice. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, wait for us, Blue. Incoming. Ah. He's in front of you. Bitte, bitte. Ich wusste es. Sobald ein Gegner nicht komplett durchgepeitscht ist, werden die das nicht schaffen. Schön einzeln draufgehen und verrecken. Guck dir das mal an. Was geht ab? Habe ich hier Silber-Gold-Benehmen am Start? In einem Supreme-Spiel? Will er mich verarschen? Oh, noch einer. Shit. Three mit. Alter, sind... Sag mal, ist irgendwas mit meinem Trust passiert? Keiner sagt an, wohin er geht. Jeder geht irgendwo hin. Too long. Ich hocke hier mit den Kameltreibern des Jahres in einem Ding. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Ich hab keine Ahnung. Das ist echt Deathmatch spielen. Alle rennen irgendwo hin. Keiner sagt irgendwas. Das ist einfach... He's down. I think one short. Yeah, one is on short. I'm going B. Window. Mit. Mit one. Nice, he's down. Alter, ist von uns keiner irgendwo hingegangen? Die stehen hier unten rum? Ich weiß, mir fehlen die Worte. Er holt sie. Bitte holt jetzt die Runde wenigstens. Last Thanos. Ja. Es ist ein reines Glück, ob jetzt die Gegner da kommen, wo wir stehen oder nicht. Ich versuche immer irgendwo hinzugehen, wo halt gerade niemand von uns steht, aber es geht nicht. Ich habe jetzt den Chat aus und Call zwar noch weiterhin, aber ich kann mir das nicht anhören. Die labern die ganze Zeit in ihrer Fantasiesprache darum. Ich komme nicht mit. Ich höre auch nichts. Also ich bin jetzt mehrfach gestorben, weil die so laut sind, dass man die Steps nicht hört und einfach stirbt. Guck mal, jetzt haben sie wieder Glück gehabt, dass die Gegner echt auf A gehen. Wenn die Gegner normal spielen würden, also überlegt irgendwo drauf gehen und auch dementsprechend passend verschieben mit der Bombe, wir würden jedes Mal verlieren, jede Runde. Es kommt mir echt so vor, als wenn ich mit also Vollidioten Gegner und Mates. Was ist hier los? Also was Ähnliches ist mir einmal passiert, als ich noch aktiv Tennis gespielt habe. Ich war einige Jahre dabei, habe für uns auch ein paar Cups gewonnen und sowas, also für unsere Stadt. War nicht schlecht. Und auf einmal bin ich eingetragen auf einem Platz, auf dem ich ewig lang schon nicht mehr war und ich also fürs Training halt und ich gehe hin und da sind Kinder. Einfach Kinder. Drei Kinder und ich und ein Trainer. Und ich denke, hä? Also, damals war auch im Gespräch, dass ich vielleicht Trainer werde, Tennistrainer. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt irgendwie, ne? Vielleicht mache ich jetzt das erste Training, Testtraining mit den Kindern. Ja, und der Trainer spielt mit dem ersten Kind, mit dem zweiten, mit dem dritten. Und dann soll ich spielen. Ich so, ja, okay. Und ich spiele. Und er, sie spielen voll gut. Haben sie schon mal Tennis gespielt? Ich habe für den Club Medaillen eingefahren. Und er, sie spielen voll gut. Ich kannte den Trainer auch nicht, weil ich war das dem seine erste Stunde und ich wurde fälschlicherweise eingetragen. Keine Ahnung, aber das war absolut behindert. Und genauso ist es hier gerade. Was soll ich machen? Irgendwo laufen sie rum und treiben Kamele vor sich hin. Kebab, schon wieder. Er holt einfach, guck mal, wie er sie auf lang zerlegt mit der Aug. Und sie laufen ihm einfach rein. Made on long. Das ist doch krass. Die Gegner sind echt sowas von retarded. Auch wenn ich meinen Mates zugucke, wie die aimen. Also, das kann eigentlich nicht echt sein. Hab ich vielleicht diesen scheiß Scrimmage ausgewählt? Nee. Also ich habe vorhin extra nochmal geschaut, dass ich die Maps nicht drin habe, natürlich. Harry Loser. Ich dachte, ich nehme jetzt so eine richtig schöne Schwitzerrunde auf mit einem Team, das top-notch ist. Ha? Wir haben in den letzten beiden Streams auch schön gewonnen. Wir haben gut reingeschwitzt, ja, einige Punkte gemacht. Das ist echt schön gelaufen. Und jetzt sowas. Jetzt bin ich hier im Kindertennisteam. Danke für die Flash, mein Freund. Wir gewinnen, das gibt's doch nicht.
Ja, so boring. Ich weiß gar nicht, ob sie raffen, dass wir dieses abnormal riesengroße Glück haben, dass unsere Gegner zurückgebliebene Pferde sind. Wir würden gegen eine organisierte Goldtruppe verlieren, bei dem Kack, den die hier treiben. Niemand ist irgendwo fest. Jeder rennt zu jeder Anfangsrunde irgendwo anders hin. Ist einfach so, ja, ich gehe mal dahin. Die kommen auch nicht. Da kommt kein Rush. Eben wurde Short angesagt. Aber so richtig mit Nachdruck. Short, 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 Short. Nix da Short. Bombe ist schon wieder... Bombe ist irgendwo down, wo gar kein Feind war. Mitte wurden drei Gegner gekillt. Und die Bombe ist in Tunnels down. Das heißt, die haben die Bombe weggeschmissen und rennen irgendwo hin. Und reporten sich ständig gegenseitig. Long. Down. So, mal gucken, was jetzt hier passiert auf T. Das ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt schön zusammen rushen... Könnte das was werden, wenn sie hier auch einfach einer geht A, einer geht B, zwei gehen Mitte und einer stirbt am Spawn. Wenn sie das gleiche hier auch machen, sind wir geliefert. Wir sind weg. Habt ihr das gesehen? Merken die was, die Gegner, oder sind die irgendwie stumm, blind und taub? Bitte was zusammen machen. Bitte, bitte, bitte. Und die holen die Runden. Guck mal, die holen sie. Oh mein Gott, er holt sie doch nicht. Tilt over 9000. Ich kann es echt nicht beschreiben. Also wenn ich das nächste Mal keine normalen Mates habe, so wie die, was weiß ich, 60 Spiele davor, vor den letzten dreien, dann werde ich, glaube ich, Solo Queue erstmal auf Eis legen und dann einfach schauen, wer halt gerade wach ist. Long is coming. Weil das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also ich kann mit so einem Team nichts machen. Ich brauche irgendein System oder eine... Wisst ihr, was ich meine? Es muss eine Logik dahinter stecken, hinter dem, was man macht. Ich kann nicht einfach rückwärts auf gut Glück irgendwo hinrennen und hoffen, dass hinter mir einer kommt. Das geht nicht. Das ist noch nicht wahr, oder? Guck mal, was er jetzt macht. Er holt sich jetzt ein paar Low-Bob-Frags, ja? Und verreckt dann halt wieder gegen die letzten und steht dann ganz oben auf der Liste. Ja, guck mal, wie sie sich schon umdrehen. Nice, one kill on B. B is clear. Bomb, we need you. Die Bombe ist alles noch nicht da. Ich kotz. Einer ist einfach auf A rumgesprungen, wie so ein Verrückter, ein Gegner. Alleine. Aber es sind noch zwei, also sie hätten auch versuchen können, uns irgendwie wegzukontern. Ich kann gar nicht aufhören rumzujaulen, weil es wirklich räudig ist. Ich habe mich jetzt gefreut, für euch eine geile Aufnahme zu machen und habe jetzt das hier. Also, dass mich Trust mit solchen Dödeln zusammenwurschtelt nach vorneweg 100, 200 sehr schön getrusteten Spielen. Klar, es sind immer zwischendrin mal irgendwelche Dödel dabei. Einer dann, ne? Oder zwei. Aber das ganze Team und das Gegnerteam. Wow. Ihr seht ja, was hier passiert, ne? Gut, ich weiß nicht, wie viel ich wegschneiden werde, weil es passiert an sich nicht viel. Wir gehen irgendwo hin und warten die ganze Zeit, dass was passiert. Die Gegner stehen irgendwie meistens im Stack auf was weiß ich wo. Wir gehen irgendwo hin, warten da, legen vielleicht die Bombe, aber eher nicht. Und das war's. Und dann schwärmen die Dödel aus und holen sich die Kills. Ich bleib natürlich bei der Bombe, weil ich nicht will, dass wir die noch defused bekommen. Also von meiner Warte aus sieht man halt auch nichts. Weil wenn, dann müssen wir das Ding jetzt hier gewinnen. Wenn wir schon das riesen Glück haben, 1&B. Dass die Gegner so noch retarder sind als wir. Schon wieder keinen gesehen, die ganze Runde nicht. Ich hole jetzt AWP und guck mal. Die stehen ewig da, ne? Die beiden. He's down. Longest rushing. Und ich kann doch nicht mal sagen, dass ich easy durchgehen kann oder sowas. Weil dieses Gespiele, das geht mir einfach nicht rein. Guck mal, was er jetzt macht. Er sammelt jetzt die AWPs da oben drauf. Anstatt mal auf den Plan zu gehen mit den Mates zusammen, A ist frei. Also A war frei. Vor 30, 40 Sekunden. Ist immer noch frei. Guck mal. Was machen die Gegner? Machen die überhaupt irgendwas? Jetzt kommt Short durch und gibt ihm wahrscheinlich einen Header, dem Dödel. Nicht. Es scheint zumindest echt ein Win zu werden. Einer von den Gegnern ist auch eben gegangen. Ich bin gerade so unglaublich tiltet, das ist nicht zu glauben, ne? Das war's schon wieder. Okay, ja, wir haben gleich gewonnen. Habe ich bei T überhaupt schon jemanden gesehen? Ey, ich bin echt auf die Ranks gespannt. Was hat mir jetzt hier das Ranking-System zurechtgeschissen? Das sind doch nie im Leben irgendwelche Supremes. Ich würde mich echt nicht wundern, wenn ich jetzt hier drei Gold und ein Silber dabei hätte. Dann würde ich sagen, ja, okay, gut, das ist korrekt. Weißt du, bei Gegnern dann einfach 5 Silber. Flashing City. Übrigens habe ich auch den Chat seit langem wieder offen, ne? Es kommt nichts mehr. Kein Talk, kein gar nichts. Entweder hat jeder jeden anderen gemutet. Er holt eine Negev. Es ist Deathmatch einfach. Ja, die gehen jetzt halt auf B. B is clear, you can plant green. Oh mein Gott. Es waren angeblich Globus dabei. Der einzige Grund, der mir in den Sinn kommt, wie das vielleicht zu erklären ist, wäre, dass es das zwei Only Globals sind. Die von Silber 1 auf Global nur auf das 2 gespielt haben und überall anders die Fresse aufgerissen bekommen würden. Hier können sie gegen wohlgemerkt andere Vollidioten, die nichts können, was machen. Keine Taktik, keine einzige Ansage, die in Richtung Taktik ging, von wegen, wir sollten vielleicht mal eine Eco machen, wir sollten vielleicht mal dies und das machen. Es wird durchgehend gekauft, egal was, und dann wird reingerannt. Mal gucken, was ich daraus machen kann. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.